Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Fahrt in Train Sim World 2. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und heute machen wir eine kleine Sonderfahrt von Dresden nach Meißen. Die Eisenbahnfreunde Dresden haben nämlich eine Jubilee Class aus dem Vereinigten Königreich ausgeliehen bekommen und machen heute eine kleine Sonderfahrt von Dresden nach Meißen. Und wir dürfen diese Fahrt als Lokführer durchführen. Ja, Passagiere sind schon alle eingestiegen. Wir halten unterwegs noch in Dresden-Neustadt, in Coswig, Meißen. Und in Meißen-Triebestal ist dann Ende. Und wir legen mal los. Leider ist es so, dass wir mal wieder ohne Heizer auskommen müssen. Ich habe das Ganze jetzt fünfmal neu gestartet. Kein Heizer da. Ist noch ein kleiner Bug bei der Lok, aber sei es drum. Wir lösen einmal die Bremsen. Zack. Machen hier den Auswerfer auf. Ist übrigens ein Szenario, was ich mir selbst erstellt habe, was ich auch höchstwahrscheinlich im Creators Club hochladen werde. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber tatsächlich ist mir aufgefallen in den letzten Aufnahmen, dass der Ton ein bisschen laut ist, sagen wir mal so ein bisschen leiser. So, anlegen. Und dann lesen wir los. Auswerfer wieder zu. Richtungssender nach vorne. Und dann auf geht's. Auch schön, wie das halt hier drin. Ach, herrlich. Jetzt stellt euch vor, das wäre eine 01er, eine 44er, eine 52er, was auch immer. Das wäre schon echt genial. Dresden Hauptbahnhof, immer wieder eine Augenweide. Und dann mal auf nach Dresden Neustadt. Ja, mit dem Heizer, das ist echt ein blöder Bug. Mal ist er da, mal ist er nicht da. Die Feuertür geht ja nicht von selbst auf. Ja, das ist halt mit dem Szenario-Editor, oder besser gesagt mit dem Szenario-Gestalter, echt genial gemacht, dass man da mit der Dampflok auch hier fahren kann. Und so kann man dann echt schöne Museumsfahrten veranstalten. Ne? Ist auch ganz simpel. Ich habe mir ein paar Züge erstellt, die mir entgegenkommen. Oder da in Dresden gerade ein paar, die da noch stehen, auf Abfahrt warten. Intercity müsste uns gleich entgegenkommen. Da ich ja immer mal nach Meißen fahren wollte, da kommt der Intercity. Ich habe auch die Lokomotive 50 Jahre Intercity genommen, aber hat er dann wieder überschrieben. Das macht er ja auch manchmal gerne. So, TSW. Leistung raus und rollen mal ein bisschen. Tatsächlich hat auch jemand geschrieben in den Kommentaren, ich weiß nur nicht mehr wer, dass es auch zu der Zeit schon Zugsicherungssysteme gab, die aber hier leider nicht mit verbaut sind. Hätte mich auch stark gewundert, wenn das damals noch nicht so gewesen wäre. Natürlich passen die Wagen jetzt hier auch von der Bahnsteighöhe natürlich überhaupt gar nicht. Auch der Spalt zwischen Tür und Bahnsteig ist natürlich viel zu groß. Aber trotzdem cool. Macht auf jeden Fall Laune. Ein
bisschen Fahrt können wir nochmal aufnehmen. Und tatsächlich auf Steam, das Add-on hat echt gute Bewertungen. Also bin ich der Einzige, der das so sieht. Das ist wirklich ein klasse Add-on geworden. Es hat da und hier und da noch seine Macken. Ich sag mit dem Heizer, das ist halt echt blöd, dass der da einfach nicht da ist. Der nimmt dann auch die Schippe, holt da Kohle, schmeißt die da rein. Ist halt schon genial gemacht. Aber wenn er nicht da ist, kann er jetzt nicht 80 Mal das Szenario neu starten, damit der Heizer dann irgendwann mal kommt. So, machen wir schon mal bemerkbar. Für all die Eisenbahnfreunde, die in Dresden-Neustadt am Bahnsteig stehen und Fotos und Videos machen wollen von uns. Wird dann ein bisschen rauchig in der Halle hier in Dresden-Neustadt. Türen auf. Ja, ne, das meine ich halt hier. Ich hatte die Türen gerade aufgemacht, aber gut. Der Spalt ist halt, ne, da braucht man ja, ja, obwohl es geht. Hier einmal hoch. Ist schon okay. Dann mal weiter. Nächster Halt, Coswig. Gerade das finde ich super gemacht, wie die Lokomotive halt zuckelt und wackelt. Naja, wie es früher halt war. Schön bergab. Auch noch mal kurz ein bisschen aufmachen. Alles raus aus dem Baby, was drin steckt. Auf geht's.
Ne, hier ist die Heizerstation. Aber wir können es auch hier hinsetzen. Ich finde, von hier ist auch besser, ne? Also finde ich, von hier zu fahren, weil dann hat man einen besseren Überblick über die Strecke. Aber das war anscheinend früher, dass man hier gesessen hat. Hier in Kassel haben wir ja auch einen Dampflokverein, den Hessen-Kurier. Der macht auch regelmäßig Museumsfahrten. War auch schon mitgefahren. Das ist halt schon echt cool. Diese alten Wagen, 100 Jahre alte Wagen. Da sitzt ja drin auch irgendwie in Holzbänken. Das ist schon, ja, eine Zeitreise. Das ist schon sehenswert. Sollte man auf jeden Fall mal machen als Eisenbahnfan. Definitiv. Macht man auf jeden Fall nichts falsch. Was ist denn das hier vorne? Seht ihr das? Das dreht sich auch hier, da wo der Punkt drauf ist. Weiß jemand, was das ist? Hier, diese Kurbel, die sich da dreht. Nur mal von draußen gucken. Hier. Bahnhof. Spannend, spannend. Also ich kann ganz klar sagen, definitiv so das beste Dampflokgefühl, was man zurzeit kriegen kann in Eisenbahnsimulation, meiner Meinung nach. Und ich hoffe inständig, dass DTG da für Deutschland auch nochmal nachlegt. So einer wunderbaren alten Strecke. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Den Auswerfer noch mal auf. Vielleicht schaffen wir die 100 ja noch. Nach Crossweg kommen. Aber ich glaube es fast nicht. Ah, 96, 97. Wieder alle im Gefahrenbereich hier. 98. Ah, wir kommen dem Ganzen näher. Komm schon, Baby, du schaffst das. 99, jetzt geht's bergab. Das schaffen wir jetzt noch. 100. Yes. Wie gesagt, den Topspeed der Lok kann ich euch gar nicht sagen. Und steigend.
wir wollen ja den Regelbetrieb hier auch nicht aufhalten. Geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Aber nehmen wir mal Leistung raus, damit wir schon so ein bisschen ausrollen, bis wir in Coswig dann sind. Jetzt Regionalexpress entgegen. Und wir werden überholt. Jeppa, sehr schön. Habe ich ja nicht so viel falsch gemacht beim Szenario erstellen. Sehr cool. Na, das ist doch mal schick. Gefällt mir. Wir haben gelb. Schleichen wir uns mal hier aus. Viel gebremst. So, und dann sind wir gleich in Coswig. Ich glaube, wenn ich früher Dampflok gefahren wäre, ich hätte den ganzen Tag mit der Pfeife einfach gepfiffen. Fachtraktion 612er. Da steht der Regionalexpress, der uns eben überholt hat.
Na, so richtig stehen wir noch nicht. Ein Stückchen vorfahren. Das hier fällt mir nicht. So. Linke Türen entriegelt. Jetzt sind sie auch offen. Schön. Wollen wir hier einsteigen? Nein, natürlich nicht. Nach Großenhain. Gegenüber hat der Regionalexpress Einfahrt. Und dann machen wir uns mal auf den Weg nach Meißen. Wir haben tatsächlich Vorfahrt. Das ist ja auch spannend. Aber finde ich gut. Geht es dann hier lang, ne? Genau. Gleich links rüber. Genau, hier vorne. Dürfen wir eh nur 60. Das passt also. Wieder voll Stoff. Ich hatte auch echt lang nicht mehr so viel Spaß mit dem neuen Addon für TSW2, ich sag's euch. Noch eine Passagiermitfahrt geplant.
von Liverpool Lime Street aus. Was haltet ihr denn eigentlich von dem Addon? Das würde mich auch mal interessieren. Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Also, wie gesagt, wenn man nach den Bewertungen auf Steam geht, kommt es echt gut bei der Community an. Das mit dem Heizer nervt mich halt. Aber vielleicht wird das ja noch gefixt. Aber wer weiß. After Games ist da ja nicht immer so, tja, was das Lösen von Problemen angeht, nicht so schnell. Oder sogar nie werden die Probleme gelöst. Bugfixes sind da eher eine Seltenheit. Ich glaube, die Baureihe 146, ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile einen Soundfix gibt, aber die ist ja Ewigkeiten mit, ich glaube, falschem Sound oder kaputtem Sound rumgefahren oder zu leisem Sound. Bin selten mit der 146er gefahren. Jetzt sollten wir mal so ein bisschen langsamer fahren. Das ist ja. Hat uns ordentlich durchgehauen. Es war sehr kurzweilig. Muss ich schon sagen. Schönen Screenshot noch machen auf der Brücke in Meißen. Kommt bestimmt auch super. Mal ankündigen. Schon schick, ne? Ah, Fahrtwind brauche ich nicht.
Bremse ist so ein bisschen tricky. Einmal zu viel gebremst, haben wir ja beim letzten halt den Crossweg gesehen, wo wir zu früh stehen. Na, was haben wir jetzt? Uiuiui. Monster Lag. Noch mal die Türen auf, da ich hier noch nie war. Warum lag denn das hier so? Ist ja extrem. Echt extrem. Und da ist die Brücke. Ja, mit der will ich mir aber auch nicht anlegen. Was ist denn hier los in Meißen? Das ist ja absolut krass. Das hier leckt. Oh, mein Ticket ist auch entwertet. Und dann geht's weiter. Nach Meißen-Triebestahl. Auswerfer nochmal auf. Beide auf. Richtungswende nochmal nach vorne komplett. Kleinen zu. Den großen zu. Und dann geht's zur letzten Etappe. Wo habe ich jetzt Radschlupf? Richten für einen schönen Screenshot auf der Brücke. Hier habe ich keinen Halt gesetzt. Eingleisig, ne? Genau. Oh, hier können wir einen Screenshot machen, schon mit der Kirche im Hintergrund. Das ist doch schön. Wie viele Kirchen hat Meißen denn? Da vorne steht noch eine. So. Das ist doch.
Das ist doch schön. Richtigen Blickwinkel. Nicht so richtig hinbekommen. Egal. Jetzt sollten wir uns aufs Fahren konzentrieren. Und dann kann ich echt sagen, das hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso wie mir. Wie gesagt, das Szenario werde ich, denke ich mal, im Creators Club hochladen. Und den Link findet ihr dann in der Videobeschreibung. Zack. Schön. Haltegenauigkeit, ja, Kostweg war jetzt nicht so gut. Ein bisschen früh angehalten, aber der Rest passt. 36 Minuten geht das Szenario knapp. Ich denke mal, man kann das auch in 30 Minuten schaffen. Beim Ende echt ein bisschen getrödelt und 28 Kilometer. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.